Da kann man wirklich nur sagen, wehret den Anfängen und lesen Sie bitte Geschichtsbücher über die 20er und 30er Jahre in Deutschland. Boah, muss das sein? Ich habe sogar Geschichte studiert, Frau Quattling. Mhm. Also es ist einfach ein unhistorischer Vergleich. Und das hat auch sowas von Totschlagargument, mhm, als ob ich jetzt irgendwie den Faschisten den roten Teppich ausrollen wollte. Ich finde, in der Politik geht es auch darum, Alternativen mal zu beschreiben. Wo läuft es denn eigentlich hin? Dann wird erst klarer, welchen Weg man dann am Ende geht. Diese Viererkonstellation regiert dann das Land die nächsten 5 Jahre mindestens so erfolgreich wie die Ampel die letzten 3 Jahre in Deutschland. Da haben wir ja gesehen, welches Erfolgsmodell das ist, wenn Parteien, die überhaupt ironisch nicht gemeint, sicher, aber überhaupt nicht, Moment, erst mal mein Teil. Und die andere Frage, ob es nicht vielleicht doch den Weg gibt, dass man sagt, den Innenminister kriegt ihr nicht, den Ministerpräsidenten auch nicht. Aber jetzt zeigt mal, was ihr wirklich für das Land erreichen wollt. Und wir gucken, ob ihr wirklich Nazis seid oder halt vielleicht nur Menschen, die sehr restriktive Migrationspolitik wollen, wie Schweden oder Dänen. Und dann schauen wir mal, was aus dem Land wird, mhm, unter einem Verfassungsgericht. Ich habe zugehört. Ich bin nicht der Meinung, dass man einfach sagen kann, das sind Nazis und damit hat sich's. Das ist eine Analysefrage, die Sie vorneweg stellen müssen. Und im Hinblick auf das Ergebnis von Politik, Politik muss ja die Ergebnisse erstmal in den Mittelpunkt stellen, ist der Weg dieser Vier. Es gibt diese besonderen Tage, jene Momente, die Helden erschaffen. Und heute war wieder so ein Tag. Palma, der Märtyrer, der totgeglaubte Ketzer der grünen Sekte, war bei Lanz eingeladen und wurde wieder einmal für seinen Pragmatismus scharf kritisiert. Als er blasphemisch forderte, dass in Thüringen AfD und CDU eine Koalition bilden sollten. Oh mein Gott. Und weil es keine göttliche Inquisition mehr gibt, sollte nun eine Journalistin, auserkoren von Don Lanz, diese Exekution ausführen. Leider fehlten dieser angeblichen politischen Beobachterin die Fähigkeiten, dieser Aufgabe auch nur am entferntesten gerecht werden zu können. Denn offenkundig ist sie nur ein schwarz gefärbter Papagei der Mainstream-Presse, der lediglich in der Lage ist, die Headlines des Spiegels und der Süddeutschen Zeitung aneinander zu reihen und dies als Wissen auszugeben. Ja, das führte aber schnell zu einem taktischen K.O., als Palmer ihre intellektuelle Schwäche ausnutzte, um ihr ein rhetorisches Grabstein um den Hals zu binden und sie dann von der Klippe zu stoßen. Und das schauen wir uns jetzt an. Los geht's. Druck ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe das vorhin vorgetragen, Stichwort Umgang mit der AfD. Ich habe vorhin den Satz zitiert, Frau Quadbeck, als Sie das gehört haben. Was denken Sie, wenn Sie Boris Palmer hören, der sagt, dann sollten wir Sie in die Regierungsverantwortung nehmen. Unter einem, der Vorschlag war, unter einem Ministerpräsidenten Vogt, CDU-Mann. Und dann holen wir die in die Regierungsverantwortung und dann kriegen wir sie wieder kleiner. Jetzt fängt der Spaß an. Also ausgerechnet in Thüringen finde ich das wirklich eine absurde These. Höcke ist ein Faschist und man kann mit Faschisten nicht gemeinsame Sache machen politisch. Und die CDU sollte das auch auf gar keinen Fall tun. Jetzt kommen die Headlines der letzten 2 Jahre von der Süddeutschen Zeitung und vom Spiegel. Mit einer Partei, die nachgewiesen gegen unseren Rechtsstaat ist, die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft wird in Thüringen. Und wir haben das Problem, dass halt die AfD in einigen Ländern als erwiesen rechtsextrem eingestuft wird, aber eben nicht bundesweit. Und deshalb kann man diese Partei auch nicht einfach verbieten im Moment, aber man darf mit ihr eben auch nicht politische gemeinsame Sache machen. Mir fällt nur gerade bla 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 ein, wir kennen das alles schon, aber jetzt kommt der Moment des NS-Vergleichs. Und bleibt geduldig, es wird sich lohnen. Sondern man muss mit denjenigen, die an Demokraten vorhanden sind im Parlament, eine solche Politik machen, dass die AfD weniger Zulauf bekommt. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es eben eine Verschiebung gibt bei dem, wie man Migrationspolitik angeht, dann ist das auf jeden Fall der erste Schritt. Und im Bundestagswahlkampf 2025 werden wir natürlich auch noch über das Thema Ukraine, Krieg und Frieden reden. Das sind die beiden großen Themen, die die AfD und inzwischen auch das BSW bei Krieg und Frieden aufrufen. Und es wäre wirklich verhängnisvoll für die Demokratie, wenn die CDU mit der AfD in Thüringen zusammenginge. Da kann man wirklich nur sagen, wehret den Anfängen und lesen Sie bitte Geschichtsbücher über die 20er und 30er Jahre in Deutschland. Boah, jetzt wird Blut fließen, jetzt fließt es. Boah, das finde ich jetzt ein bisschen, muss das sein. Ich habe sogar Geschichte studiert, Frau Quadbeck. Und ich finde den Vergleich völlig falsch. Ich empfehle Ihnen Josef Joffes jüngste Ausführungen dazu, dass dieser Vergleich mit Weimar
einfach völlig fehlgeht. Da kann man 20 Gründe nennen. Sagen Sie mal die wichtigsten drei. Es würde mich interessieren, was sind die Argumente, warum der Vergleich, der häufig kommt, warum der falsch ist. Wir haben keine SA auf den Straßen. Wir haben keine Arbeitslosigkeit. Wir haben keine Weltwirtschaftskrise mit umgerechnet 18 Millionen Arbeitslosen auf unsere heutigen. Wir haben Social Media. Die hatten die damals nicht. Mit Social Media meint sie quasi gerade eine Art Ersatztruppe einer SA auf den medialen Straßen. Damit greift sie ja Influencer wie Kuya, Vermietertagebuch, möglicherweise auch mich an, aber das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Davon kann man sicher ausgehen. Also es ist einfach ein unhistorischer Vergleich und das hat auch sowas von Totschlagargument, als ob ich jetzt irgendwie den Faschisten den roten Teppich ausrollen wollte, dass die da die Macht übernehmen. Ich kann jetzt vielleicht nochmal erklären, wie ich auf den zugegebenermaßen nicht umsetzbaren, kurzfristig nicht umsetzbaren Gedanken komme, weil ich finde, in der Politik geht es auch darum, Alternativen mal zu beschreiben. Wo läuft es denn eigentlich hin? Dann wird erst klarer, welchen Weg man dann am Ende geht. Also was in Thüringen jetzt doch ansteht, ist eine Situation, bei der die CDU einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken und der AfD hat. Wenn sie beide Beschlüsse durchhält, kann sie nicht regieren, weil die übrig bleibenden Parteien SPD und BSW haben keine Mehrheit. Da kann sie ja über die Linken nachdenken. So, dann die Leute wollen das aber nicht. Mit Linken, BSW und SPD, das wäre doch wirklich die letzte Trumpfkarte einer Brandmauer und danach in den nächsten Wahlen wird die AfD komplett abräumen. Wovor ich persönlich gar keine Angst habe, sondern im Gegenteil. Die sollen doch mal zeigen können, was die drauf haben. Mich nervt es die ganze Zeit, dass sie euch erzählen, was passieren könnte, während die schon alles am Ruinieren sind. Soll sie über die Linken nachdenken. Wenn sie das macht, dann koaliert sie mit der BSW und der Linken, die sich gerade erst getrennt haben und spinnefeind sind und überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben wollen, hat die SPD noch als Beiboot irgendwie mit drin. Und diese Viererkonstellation regiert dann das Land die nächsten 5 Jahre mindestens so erfolgreich wie die Ampel die letzten 3 Jahre in Deutschland. Da haben wir ja gesehen, welches Erfolgsmodell das ist, wenn Parteien, die überhaupt ironisch nicht... Ironisch gemeint. Sicher. Aber überhaupt nicht, CDU passen besonders Moment, gut zusammen, jetzt, oder? Erst mal mein Teil. Die überhaupt nicht miteinander geschirren können, wie die miteinander regieren. Kann es nicht sein, dass dieses Erfolgsmodell uns in 5 Jahren dazu führt, dass die nicht kleiner werden von der AfD, sondern dass diese letzte Brandmauer der Altparteienkoalition dann abgewählt wird und die AfD die absolute Mehrheit hat? Könnte auch sein. Hat er wirklich gut gesagt. Die letzte Brandmauer. Und ganz ehrlich, sollen die das doch machen? Sollen die das doch bitte machen? Also es ist jedenfalls nicht so, dass es völlig klar ist, dass das das Erfolgsmodell ist. Und die andere Frage, ob es nicht vielleicht doch den Weg gibt, dass man sagt, den Innenminister kriegt ihr nicht, den Ministerpräsidenten auch nicht. Aber jetzt zeigt mal, was ihr wirklich für das Land erreichen wollt. Und wir gucken, ob ihr wirklich Nazis seid oder halt vielleicht nur Menschen, die sehr restriktive Migrationspolitik wollen, wie Schweden oder Dänen. Und dann schauen wir mal, was aus dem Land wird unter einem Verfassungsgericht. Ah, ich kenne diese Art von Frauen. Und es gibt sie natürlich auch in männlich. Das ist nichts Geschlechterspezifisches. Dieser Typus Mensch ist so überzeugt von der eigenen Meinung, von einer scheinbar moralischen Überlegenheit, weil ja das Feindbild bereits gezeichnet ist, dass sie einfach keinen Zugang mehr zulassen zur Realität. Es ist nicht möglich, sie zu erreichen. Und eigentlich wollen sie das auch gar nicht. Denn Denken ist ja etwas Anstrengendes. Dafür muss man nämlich die Komfortzone verlassen. Selbst das Gehirn benutzen. Und solche Personen erinnern mich extrem an ein Gespräch in Peru, das ich kürzlich mit einer Französin hatte. Ja, und die hat auch noch in England gelebt. Wir haben uns über Migration unterhalten und ich habe ihr Statistiken gezeigt. Sachen ausgerechnet. Was die Folgen einer unkontrollierten Zuwanderung für die Infrastruktur, für den Wohnungsmarkt, für die ganz normalen Dinge, ohne jetzt die gesellschaftliche Spannung überhaupt zu beschreiben. Und sie hat alle Fakten abgestritten. Eine Stunde lang habe ich mit ihr diskutiert, das Essen war auch gut, deshalb ging das. Aber am Ende, als ich sie gefragt habe, warum sie London verlassen hat, meinte sie, weil die Stadt unerträglich wurde, man konnte nicht mehr sicher abends über die Straßen gehen. Ich dachte mir nur, ich habe eine Stunde Lebenszeit mit einer hirntoten Person verbracht und ich musste nur lachen. Okay, jetzt geht's weiter. Ich habe zugehört. Ich bin nicht der Meinung, dass man einfach sagen kann, das sind Nazis und damit hat sich's. Das ist eine Analysefrage, die Sie vorneweg stellen müssen. Und im Hinblick auf das Ergebnis von Politik, Politik muss ja die Ergebnisse erstmal in den Mittelpunkt stellen, ist der Weg dieser, Viererkoalition jedenfalls sehr riskant. Und der andere Weg sollte mal in den Möglichkeitsraum der Diskussion eingeführt werden, um Vorteile und Nachteile zu begreifen. Zu der AfD-Debatte noch eine Anmerkung. Wenn man die wirklich als Nazis begreift, muss man den Weg des Parteienverbots gehen. Ich habe gar nicht Nazis gesagt. Ich habe gesagt, Faschisten, ich habe gesagt, ich habe wenn die so gefährlich sind wie Weimar, dann muss man sie verbieten. Ansonsten habe ich gesagt, rechtsextrem und nur, dass das klar ist, rechtsextrem und verfassungsfeindlich. Aber wenn
Ist doch das Gleiche für die Frau. Ich weiß doch genau, dass für sie diese Aussagen NS und rechtsradikal eng verwoben sind. Also, da tut sich nichts. Wenn sie verfassungsfeindlich sind und unseren Staat umstürzen, weil dann muss man sie verbieten. Da kann man über die Gefahren nicht immer weiterreden. Das ist mein Thema. Die stehen aber auf einem Wahlzettel, man kann die wählen. Und wenn man sie nicht verbietet, kann man nicht immer weiter zugucken, wie sie ein Drittel der Stimmen bekommen und dann sagen, aber wir tun so, als wären sie Rechtsextreme. Das funktioniert doch nicht. Man kann eine Partei nur bundesweit verbieten. Und soweit ist der Verfassungsschutz noch nicht mit seiner Beobachtung und mit seiner Einstufung. Im Moment sind eben die AfD. Den Antrag gibt es aber im Bundestag, oder? Den Antrag gibt es im Bundestag. Darüber wird ja wahrscheinlich auch noch bis Ende des Jahres abgestimmt. Aber man kann sie im Moment jedenfalls nicht mit einem Fingerschnipp verbieten. Auch das wäre noch ein jahrelanger Prozess. Und so lange muss man eben gucken, wie man im politischen Feld damit umgeht. Und sich zusammenzutun mit der AfD ist sicherlich das Verkehrteste. Herr Roth. Also jetzt hat sie es zum Schluss wahrscheinlich versehentlich eingestanden, es wäre nicht das Verkehrteste, oder? Aber gut, es sind halt diese klassischen Flaschen, die bei Lanz eingeladen werden. Sie sind einfach eine Art intellektuelle Raumverschwendung. Die Inhaltsleer die Sendezeit komplett verbrennen. Letztendlich wird doch dadurch einer vielfältigen Meinungsbildung, was ja der öffentliche Auftrag ist, komplett verweigert. Die liefert gar keinen Wert. Also eigentlich doch perfekt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, oder? Reichweite gegen Treue. Und irgendwie ist das doch das Gleiche, was man Putin vorwirft. Er Loyalität, dafür Korruption. Das heißt, daraus schließt sich, dass wir in Deutschland unter einer geistigen Korruption leiden. Was eure Meinung dazu? Tobt euch in den Kommentaren aus. Ich bin immer bereit für Kritik. Spart damit bloß nicht. Und für diejenigen, die noch mehr hören wollen von den tollen Politikern, von den loyalen Politikern in Deutschland, die werden den nächsten Beitrag lieben oder hassen. Dort lügt nämlich Olaf Scholz ganz Deutschland dreckig ins Gesicht. Einfach hier oder hier klicken und die Reise geht weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann.